Assere, ich bin Cubanito und recht herzlich willkommen zu einem brandneuen Video con el mejor Cubanito. Ja Leute, ich hoffe als allererstes, ihr seid fleißig daran, eure Ziele zu verfolgen und da wirklich Vollgas zu geben. Ansonsten gebe ich euch nochmal volle Motivation, dran zu bleiben, wo ihr mir ja gerade seid. Und ja, heute geht es um Vlog Nummer 2 und dann würde ich doch sagen, wir fangen auch direkt an Vlog Nummer 2. Es war richtig geiler Shit. Ich habe leider die Audioqualität vom anderen Intro ist mega schlecht, deshalb habe ich das jetzt nochmal nachgedreht. Deshalb viel Spaß mit Vlog Nummer 2, Nummer 2, Team Cubanito. Vamos! So Leute, wir sind ja angekommen. Wieder im Hotel, bisschen später. Danny, wo geht's hin? Du wolltest ein paar Sachen kaufen, genau. Was essen. Genau. Genau. Jetzt auf jeden Fall. Richtig dunkel. Es wird langsam kritisch hier. Auf jeden Fall, wenn ihr euch fragt, was ich oder wo ich die Shirts gekauft habe, habe ich von so einem Store hier in Miami. Da steht auch überall drauf, hinten auf dem Körper, wie ich hier hinten so liegt. Genau da. Nein, wir kriegen kein Geld dafür. Aber ey Leute, man gönnt euch mal. Schön. Oh shit. Was machen wir jetzt? Ich muss noch ein T-Shirt kaufen, ne? Ich glaube, das war irgendwo da vorne. Ja, mal Leute, gönnt euch Miami. Ist echt cool. Also, ihr kriegt das Ganze sicher auch ein bisschen billiger, wenn ihr früher bucht, weil jetzt ist halt, wir haben recht spät gebucht, wie so immer. Wie YouTuber halt, wir buchen immer spät, aber es bockt auf jeden Fall. Also. Ich darf vorstellen, mein neues Baby, ja? Frisch parkiert. Viel Spaß. Ne, wir gehen jetzt gleich kubanisch essen. Und ja, richtig gechillte Atmosphäre hier. Lass vorher noch zum Supermarkt. Okay, dann lass noch zum Supermarkt. Das ist doch derselbe, oder? Das ist doch wieder dieser Haare. Big Shots hier mit. First one is done. Oh, alles klar. Salat macht Backflip. Das hört uns wie die Toiletten. Boah, das ist das Spülungsmittel. Nur mal lieber selber, Digga. Ich spiel mit dem Marke. Ja, geil. Also, ich spiel mit dem Marke, was einfach raus. Ey, hier ist sogar ganz gut mit dem Fackel. Green Tier. Weißt du, was ich lass mal diese. Löffel kann man locker basteln oder so. Du Keller. Ich würde sagen, du machst einen Trickshot jetzt. Ja, normal. Und flieg, uncut. Trickshot? Ah. So. Kommst du drauf klar? Wasch mal. Etwas muss ich noch kurz sortieren. Danny mit der Rahmen-Idee. Wir waren gerade einkaufen. So muss, Digga. Gefällt. Nee Leute, wir sehen uns ein bisschen später. Bis gleich. So Leute, wir sind doch nicht essen. Noch wir sind nochmal einkaufen. Ich bin nochmal hier an. Ich hoffe, er lang auf, Mann. Was denkt ihr, fresh, oder? Vielleicht will ich einen Freestyle gegen den Teig gehen. Hast du hart gesagt. Vielleicht will ich haben, habe ich nur wegen den Haben. Abonniert, Cubanito. 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 Best. Good vibes hier. Wo ist das Design? Oh mein Gott, Leute. Do you think you could hook me up with this design? Schau mal, ich bin Brille gefunden, fresh, oder? Das ist eine 4D-Brille. Zu nah. Sieh du mal. What's up? Noch immer hier, ich habe noch andere Hosen gefunden. Schon halbe Stunde. Oh mein Gott. Danny, hol dir auch was, schau mal, dann die freshen Shirts. Thumbnail. Zum siebten Mal Geld abheben jetzt, Kugel. Ja Leute, egal, man ist nur ein paar Mal in Miami. Aber vielleicht schon mehr, wenn ich diesen Kleider habe. Hab ich hier noch zum Herd bekommen? Ich weiß nicht, dieses Ding so. Oh, no. It's like Carter Brand.
Das ist super krass. Das passt hier auf einmal so. Also, findest du das krass? Ja, ohne das zeigen wir schon vielleicht. Check euer Abmachen oder so. He's scared, he said, I shouldn't be filming him. Don't be scared, don't because be scared. Welcome to Miami, man. Er will mir alles verkaufen. He wants to sell me everything, but man, these clothes are so fresh. You like our stuff? I love your stuff. Okay, that's it. So, wenn ich jetzt ein paar Abonnenten habe hier, ja? Schau, wie ich meine Gitarre durch, wenn der gestylt ist, mein Hadi. This is my German language. I need to translate to them, you know? Okay, translate for them. Nee, Leute, auf jeden Fall, der Store ist richtig fresh. So, that store is so nice. And I just asked him, ich habe gerade gefragt, ob der Store hier online ist, if the store is online here. So, not, leider nicht. Aber, er gibt mir seine Kontaktdaten. Also, wenn ihr was braucht, dann schreibt ihr mir. He's gonna give me his contact. So, if you need something, just let me know and then I will ask him. He should send this thing to there and there. Yeah. In German? Yeah. So, Leute, wir sind immer noch hier, probieren immer noch Kleider an. So fresh, man. Danny versucht sich auch gerade. So fresh. So, Leute, nachdem wir uns richtig viele Sachen gegönnt haben, ja, chillen wir jetzt einfach mal hier. Wir wollten eigentlich so ein kubanisches Restaurant gehen, aber die haben dummerweise genau dann geschlossen, wenn wir kommen. Ja, und wir waren zwei Stunden in dem Geschäft. Dann gehen wir zum Restaurant und genau in der Sekunde machen die zu. Wären wir eine Minute früher rausgegangen, hätten wir noch was essen können. Ja. Egal, aber hier sind doch gute Rüste. Ja, finde ich richtig nice. Thank you so much. Thank you. The orange juice, right? Yep. Oh Leute, ist so nice hier. Auf jeden Fall, ich habe so viele Sachen gekauft. Danny bescheiden, aber. Bescheiden, fünf Sachen. Er sagt also, die Snapback steht ihm nicht und so, aber ich hab's ja vorher gesehen, die steht ihm eigentlich schon. Ich weiß auch nicht, was mit dem los ist. Hat man das Video gesehen? Kannst du einblenden. Ansonsten wird jetzt das Bild eingeblendet werden, ja, von Thrones. Swag. Ja. Swag. Nee, jetzt auf jeden Fall essen wir gleich. Und ja, bis dann würde ich sagen. So, meine Besten, wir sind angelangt zurück. In unserem Chaos. Ja, auf jeden Fall werde ich euch jetzt kurz zeigen, was ich alles geshoppt habe. Das Shirt, ihr kennt ja schon. Hab schon wieder ein Kompliment bekommen vom Taxifahrer. Direkt gefragt, wo ich das her hab. Wir haben zum einen haben wir Work Hard, Play Hard von so einem Touristen-Dings. Ich glaube, Danny hat auch eins geholt, ne? Wir haben diese kurzen Hosen hier, finde ich richtig fresh. Den Preis für die Sachen wollt ihr gar nicht wissen. Dann haben wir noch so ein Longsleeve-Shirt. Danny, kannst du mal halten. Oh, ja, das ist das Longsleeve. Warte mal, ist das Größe M? Ja. Yes. Dann haben wir noch solche Hosen. Danny, mein heutiges Model. Ja, dreh mal um. Nee, die war überteuer. Boah, die war übelst teuer, Leute. Oh shit. Dann, was haben wir noch? Noch ein Shirt. Das ist leider ein bisschen zu groß, aber ich finde es trotzdem, das Design ist mega nice. Der Mix zwischen weiß und schwarz und hat echt was Spezielles, oder? So, dann gehen wir weiter hier im Bag. Da kommt noch mehr, das ist noch nicht alles. Dann haben wir mein persönliches Highlight. Scheiße, Alter, war sogar noch mit Kapuze, Mix zwischen diesem Leder. Und einfach diesen wirklich sehr, sehr auch bequemen Material, was ich sagen muss, verbunden mit diesen goldenen Reißverschlüssen. Und das Highlight auch noch für mich, diese fucking Sneakers, ja? Oh shit. Dann ist noch nicht alles, wir haben noch das Shirt hier, Danny, kannst du nochmal zeigen? Boah, Leute, ist es fresh oder ist es fresh? Ja, man, auf jeden Fall den Store, den Namen findet ihr unten verlinkt. Aber wir haben noch eine Cappy, genau. Ich glaube, ich ziehe die auch noch gerade an. Cappy, mega nice. Auch so, hat echt so ein spezielles Muster. Ein bisschen wie so Schlangenhaut. Ein bisschen, ne? Ja, ein bisschen wie Schlangenhaut. Und ja, ich glaube, das war's. Auf jeden Fall, weiß ich, Danny,
Du hast die Hose hat er schon an, die er gekauft hat. Und ich zeige euch jetzt auch ein Foto von ihm, ne? Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, auf jeden Fall. Ich habe heute Danny mal gesagt, Danny, komm, du musst mal ein bisschen raus, du musst mal was Freshes, was Neues probieren, so. Und er hat zu dir jetzt gesagt, ja, Longsleeve, schwierig und so, aber ich habe gesagt, Danny, Mann, das steht dir. Und ihr seht, klar, jetzt Schuhe müssen, brauchen wir noch ein paar andere. Aber ist schon fresh, also ich zeige euch jetzt auch das Bild von Danny und schreibt mal auch fleißig einen Kommentar, das steht ihm, oder? Also schreibt mal fleißig, dass das Danny auch weiß, dass es ihm steht. Ja, Mann, und für die es gesehen haben, das war wirklich Danny, ja, das war echt Danny. Wieso immer bei uns schon wieder ein Riesenchaos? Ja, einmal auch alles Workout so. Play hat. Genau, Workout Play. Fahrt mal los. Und dann noch Rotes, einfach. Ja, Rotes schon schön. Ja. Und irgendwas als Erinnerung an Miami muss schon sein. Da wird deine Freundin aber eifersüchtig werden. Wieso? Was ist sie doch? Ja, ich würde auch dazu sagen, das war unser zweiter oder sozusagen mein zweiter Vlog. Und weiß nicht, Danny, hast du irgendwie noch was heute extrem gefeiert oder so? Was gab's? Ja, die haben vor Silvester, einen Tag vor Silvester schon Feuerwerk gemacht. Das hat ein Mega gefeiert. Ja. Ich so, hä, Digga, was ist das mit dir? Aber wir wussten selber nicht, ob heute Silvester war oder nicht. Ja, ja, wir haben vorher überlegt, so, hä, ist heute schon oder nicht? Denn wir meinten so, nein, ist nicht, auf einmal, wir gehen raus, da ist Feuerwerk. Ja. Die haben uns richtig verwirrt. Ja, Mann, und eben, die feiern auch jetzt schon so, heute hat New Year's Eve, also heute schon Silvester. Ja, auf jeden Fall, wir sehen uns beim nächsten Vlog, beim nächsten FIFA-Video. Und ansonsten schaut doch mal beim Bro vorbei, die meisten kennen ja schon. Das heißt für alle Kennex oder Gubernito-Members, ihr wisst Bescheid. Schaut mal bei ihm vorbei, einer meiner besten Bros. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Peace.